Elbaf ist eine der großen Inseln, wo viele Fans sich bis heute wünschen, dass man dort irgendwann nochmal hingelangt und einen ganzen Arc bestreitet. Und Kapitel 1018 von One Piece hat mich auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass wir zu 100% auch irgendwann dort landen müssen. Und was es alles mit Weltenschlangen, Ragnarok und vielleicht sogar dem Sonnengott Nika zu tun hat, das werde ich jetzt hier kurz mal behandeln, denn mir sind so ein paar Sachen in den Kopf geschossen, die sehr interessant sind. Und wir starten natürlich direkt mal mit dem Offensichtlichen, was ich schon in der Review behandelt habe, und zwar die Riesen auf Elbaf, die huldigen der Sonne, indem sie 12 Tage im Jahr fasten, also die beten die Sonne an, so gesehen, und das ist sehr wichtig. Dann haben wir Skypiea, beziehungsweise damals die Shandia, unten noch Shandora, die halt dem Sonnengott Opfer bringen möchten. Mittlerweile leben sie natürlich auf Skypiea, weil sie durch den Knock-Up-Stream hochgefeuert wurden. Und jetzt müssen wir zu einer ganz alten Theorie zurück, wo jetzt jeder, wenn ich sie erwähne, sagen wird, ah, natürlich, klar, habe ich ja völlig vergessen. Und ich hatte sie auch vergessen. Und zwar ist es eine Theorie, über die man eigentlich immer wieder gesprochen hatte. Elbaf ist der andere Zugang, der Hauptzugang zu den Himmelsinseln. Ja, das ist eigentlich eine der gängigsten Theorien da draußen, würde ich sagen. Und wir haben damals in Skypiea von Genfall erfahren, dass es einen richtigen Weg gibt im High West. Ja, und wir wissen bis jetzt nicht, was dieses High West ist und was diese Route bedeutet. Aber eins wurde uns erklärt, diese Route ist keine einfache Route. Und wenn du 100 Leute durchschickst, kommen wahrscheinlich die wenigsten da durch. Und du wirst mehrere Himmelsinseln auf dem Weg zu Skypiea dann besuchen. Und deswegen hatte man sich damals gewundert, dass die Strohhüte zum Beispiel nicht die Währung von Skypiea kennen und die gar keine Ahnung hatten, und Genfall hatte so herausgefunden, dass die durch den Knock-Up-Stream nach oben gefeuert wurden und er sehr fasziniert davon war. Aber seitdem wissen wir, dass es einen anderen Zugang gibt, und das wird natürlich nicht einfach so gedroppt, vor allem nicht, wenn wir die große Verbindung zur Sonnenanbetung jetzt in Skypiea haben, also bei den Shandia, die mittlerweile oben leben, und bei den Riesen. Und diese Theorie, die alles verbindet und mit 1018 natürlich umso wahrscheinlicher wird, dass die Bohnenranke, die wir auf Skypiea sehen, die bis heute nicht erklärt wurde, wo die Basis liegt, also wo die ihren Ursprung hat, die vielleicht über den ganzen Himmel sich zieht und auf Elbaf dann ihren Ursprung hat. Denn auf Elbaf haben wir sehr merkwürdige Konstrukte, und zwar einmal den riesigen Weltenbaum, ja, der offensichtlich der Fokus von dieser Insel ist, denn die Berge sehen aus wie kleinste Sandhügel, die überhaupt gar nicht groß wirken. Aber wenn man überlegt, dass es Berge sind, die die Riesen in den Schatten stellen, und die Riesen ja schon riesig sind, ja, wie groß ist dieser Baum? Es ist wahrscheinlich das mächtigste, was wir in One Piece überhaupt haben, was existiert. Und das dürfte das größte sein und vielleicht sogar so Nische in den Schatten stellen, was unglaublich ist. Und das bedeutet offensichtlich, dieser Baum geht über die Wolken und bis in die Wolken. Und hinter dem Baum haben wir noch Striche in den Himmel ragen, die nochmal weitaus größer wirken und auch weit in den Himmel gehen und auch wahrscheinlich die Wolken erreichen. Und allein diese große Verbindung plus alles, was wir in der Vergangenheit hatten mit Usopp will unbedingt mal zu den Riesen, hatte seine Verbindung zu Oimo und Kashi, Boogie und Woogie, Indress Rosa zu guter Letzt noch mit Hyrodin. Er war immer mit den Riesen verbunden, er will dorthin, er will diese ehrenhaften Krieger mal besuchen, wie er es damals gesagt hatte, und sein großes Ziel, der tapfere Krieger der Meere zu werden, sollte dort vielleicht sogar beendet werden, beziehungsweise sehr groß im Fokus stehen, sodass er aus diesem Arc besser hervorgeht und vielleicht nicht mehr einfach diese Angsthase ist und vielleicht dieses große Battle gegen Loki haben könnte. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, aber gleichzeitig jetzt diese neue Verbindung, die wir mit Kapitel 1018 haben, und wo ich einfach sage, allein aus diesem Grund musst du uns Elbaf zeigen, weil wir einfach dort mehr über Nika, dem Sonnengott, erfahren und wieso man die Sonne anbetet und dort vielleicht Ursprünge von Joyboy und Co. nochmal offenbart haben können. Wieso ich aber erst recht denke, dass man nach Elbaf muss, ist, da sich jetzt alles natürlich mit der Sonne verbindet und dem Sonnengott Nika, dass man schon eine sehr interessante Erwähnung hatte. Und zwar damals Boogie und Woogie. Nicht in der deutschen Version vorhanden. Ich habe gerade nochmal in den Manga-Band geschaut. Nur in der englischen und japanischen Version gibt es diesen Satz. Und zwar ist es so, dass sie damals da ihren Elbaf-Speer, ihre Superattacke gegen diesen Goldfisch benutzt haben, um die Strohhüte dort durchsegeln zu lassen. Und dort wurde gesagt, dass man mit dieser Attacke nur eine Sache nicht durchstechen kann, und zwar die blutgetränkte Schlange. Die blutgetränkte Schlange ist natürlich die Red Line, aber wir haben dort natürlich eine Doppeldeutung. Die Red Line ist rot und sie hat einfach rotes Gestein, aber dort oben haust die Weltregierung, die falschen Götter, wenn man so möchte, die Tenryubito. Und deswegen sind es die, die Blut vergossen haben, die die Schlange in Blut getränkt haben, so gesehen. Mit den Sklaven, die dort oben zum Beispiel benutzt werden und wahrscheinlich die ein oder anderen dann draufgehen über die Zeit. Und das alleine ist, denke ich mal, damit gemeint, dass die blutrote Schlange die Redline ist. So, jetzt ist die Sache in der nordischen Mythologie ganz wichtig bezüglich Ragnaroks. Haben wir die Weltenschlange. Und Ragnarok startet, also das Ende der Welt, der große Krieg, der übrigens, ja, ich zitiere,
der Götter und Riesen, der startet, wenn die Weltenschlange von sich selbst loslässt. Denn die Weltenschlange geht um die Erde und beißt sich selbst in den Schwanz und hat somit die komplette Erde einmal ja umzingelt, sage ich mal, und eine Wand gebildet, wie die Redline. Redline-Zerstörungstheorie an dieser Stelle. Meine Güte, das verbindet sich alles. Und was sehr interessant ist, wir wissen ja jetzt, dass die Sonne, ebenfalls wie der Mond, auf den wir immer geachtet haben in der Story und tausende Theorien zum Mond allein herumkursieren, dass jetzt auch die Sonne halt wichtig ist. Und bei Ragnarok ist eine Sache nochmal ganz wichtig, der Satz, dass dort Wölfe die Sonne und den Mond, beziehungsweise den Mond, verspeisen. Und wir haben dort den Kampf der Götter und Riesen. Wir haben die Sonne und den Mond, die eine große zentrale Rolle einnehmen. Und im Fokus natürlich diese Schlange, die diese Mauer gebildet hatte, die aber von sich loslässt. Und in One Piece wäre es einfach im übertragenen Sinne, dass die Riesen natürlich ein großer Faktor sind im Kampf gegen die falschen Götter. Und Boogie und Woogie mit ihrer Attacke haben sie schon eigentlich verlauten lassen, dass es vielleicht in der Vergangenheit schon dazu kam, dass Riesen es versucht haben, die Redline zu durchstechen. Also dass man versucht hat, die Redline zu zerstören, um diese falschen Götter runterzureißen. Und jetzt hast du den Sonnengott, der, ich sag mal, der richtige Gott ist. Natürlich nicht Gott wirklich im Sinne von, dort ist der das übermächtige, geistige Wesen oder so, sondern einfach im übertragenen Sinne. Und Ruffy ist einfach derjenige, der die Prophezeiung erfüllt und so gesehen, in Anführungszeichen, der Gott ist. Natürlich ist er nicht wirklich dieser geistige, mächtige Übergott oder sonst was. Er wird da nicht irgendwelche komischen geheimen Superkräfte nochmal offenbaren oder sowas, gehe ich nicht von aus. Aber im übertragenen Sinne. Und das macht alles Sinn mit Ragnarok. Und Ragnarok scheint wohl in der Tiefe ein bisschen als Inspiration genommen zu sein für dieses ganze Geschehen mit den Riesen, mit Elbaf, mit natürlich der Weltenschlange und Co. Und jetzt kommt nochmal eine ganz wichtige Sache, das will ich noch hinzufügen. Ruffy sieht in der Schlangenform, also in der Snake-Man-Form, am meisten wie Nika aus, weil er so ungefähr dieselben Haare hat. Nika hat lange, wellige Haare, also viel länger als Ruffy. Und Ruffy hat diese Haare, wenn er in der Snake-Man-Form ist. Und auf Shandora, meine ich, war es so, dass damals, als man dem Sonnengott das Opfer bringen wollte, der Gott als Schlange repräsentiert wurde, die letztendlich das Opfer verspeisen sollte, ja. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Sonne als Symbol haben, sondern auch die Schlange selbst. Und das alles, muss ich sagen, verbindet sich an einen Ort, Elbaf. Es geht alles nach Elbaf, Leute. Egal, was wir uns gerade hier hervorkraben, es ist alles ein Ort, den wir besuchen müssen, und zwar Elbaf. Und deswegen sage ich mit diesem Video, wir müssen nach Elbaf und es gibt keinen Drumherum und dort wird uns so viel mehr offenbart. Und wenn du das alles dann nochmal verbindest mit Mary Joab, wo alles einfach 100-mal größer ist als für normal große Menschen und in der Mitte ein riesiger Strohhut vorhanden ist, dann, meine lieben Leute, würde ich sagen, deutet alles auf die Riesen hin. Und dass die Riesen neben den Fischmenschen und neben anderen Rassen, wie zum Beispiel den Mink oder auch den Wano Kuni-Bewohnern, neben den Alabaster-Bewohnern und den wichtigen Königreichen, also gewisse Rassen, gewisse Königreiche, dass sich das alles verbindet und die Riesen dann natürlich auch eine große Rolle einnehmen als diese Rasse und wir diese auch nochmal richtig, ich sag mal, überzeugen müssen und rekrutieren müssen. Denn eins ist klar, Hayrodin sammelt gerade die neuen Riesenpiraten und Boogie und Woogie werden, denke ich, zumindest meiner Meinung nach, auch dort integriert sein und irgendwann zurückkehren. Und irgendwie werden sie dann wohl ihr Ziel erreichen, beziehungsweise das erreichen können, was sie sich damals nicht zugetraut haben, und zwar die rote, blutgetränkte Schlange zu durchstechen. Zwar nicht unbedingt mit ihren Schwertern, aber mit Pluton, so wie wir es ja auch annehmen in der Community. Und das, meine lieben Leute, bedeutet, wir kriegen Ragnarok in One Piece und vielleicht startet es auf Elbaf. Also das sollen nun mal meine kurzen Gedanken gewesen sein, die mir mit diesem Kapitel nochmal in den Kopf geschossen sind. Was haltet ihr von der Idee? Ich muss sagen, es verbindet sich alles. Lest mal auf Wikipedia den Ragnarok-Beitrag und den Weltenschlangen-Beitrag, dann seid ihr auch ein bisschen umgehauen, weil da spielt auch ein Schiff eine gewisse Rolle und sowas. Und Loki spielt eine große Rolle, den wir ja auch in One Piece auf Elbaf haben. Ja, damals der Prinz, jetzt wahrscheinlich der König Loki, würde ich jetzt mal meinen. Und es, wie gesagt, verbindet sich alles. Also bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Daumen hoch zu geben und natürlich euren Kommentar abzugeben. Adios!